spontan entschieden, doch noch ein Hausreinigungsvideo zu machen. Vor allem deswegen, weil ich gerade bei dem kleinen Video mit dem weißen Salbei die Kohle vergessen habe. Deswegen, genau, reden wir jetzt mal kurz über die energetische Hausreinigung. Das gerade im Moment ein sehr großes Thema ist. Wir haben jetzt gerade Anfang Januar und das ist im Normalfall auch eine Zeit, wo ich als Hausreiniger die meisten Anfragen habe und auch die Verkäufe von den Büchern ganz anders aussehen als jetzt in der Mitte des Jahres. Das ist so irgendwie, hat sich so eingebürgert, zumindest einmal im Jahr, so im Frühjahr, Frühjahrsputz, in den Raunächten ganz oft machen die Menschen Hausreinigung und hier auch einmal dafür ein ganz kurzes praktisches Video. Ich kann da natürlich jetzt nicht alles über Hausreinigung erzählen. Selbst bei einem Seminar bräuchte ich eigentlich eine Woche dafür. Ich habe 2009 ein Buch geschrieben zur energetischen Hausreinigung, das ein guter Einstieg ist. Im Moment schreibe ich ein neues und bin jetzt schon bei 300 Buchseiten. Also von daher, das ist nichts, was man in 5 Minuten sagen kann. Aber ich werde mir Mühe geben, dass ich so viel Informationen in 5 Minuten mitteile, sodass das auch bei euch zu Hause funktioniert. Ich habe 4 Säulen einer erfolgreichen Hausreinigung. Und ganz oft ist es so, dass die Menschen bei einer Hausreinigung, dass die eine Hausreinigung automatisch in Bezug auf das Räuchern setzen. Und ganz viele Menschen denken auch, bei einer Hausreinigung ist es damit getan, das Haus auszuräuchern. Für mich ist das Räuchern ein ganz großes und wichtiges Hilfsmittel. Im Grunde genommen habe ich, sagen wir mal, so 4 Hauptsäulen einer energetischen Hausreinigung. Das ist erstens das Räuchern, zweitens das Element Feuer, drittens die violette Flamme und viertens die Lichtsäule. Das sind so die Hauptsäulen. Wenn man die 4 Säulen bei einer Hausreinigung anwendet, ist die, ja, wie soll ich sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Hausreinigung wirklich erfolgreich ist, relativ hoch. Wenn ihr eine energetische Hausreinigung bei euch zu Hause machen wollt, die Gründe dafür sind zahlreich. Das kann sein, dass jemand in dem Haus vorher krank war, dass man selber krank war, dass man zum Beispiel mit seinem Ehepartner immer wieder Streitereien gehabt hat, dass man Neuanfang machen möchte, dass man in eine neue Wohnung gezogen ist, dass in dem Haus vorher sich vielleicht sogar jemand das Leben genommen hat oder jemand drin gestorben ist. Das sind meistens die Gründe, dass die Menschen zu einem kommen und sagen, oh, ich würde gerne mal eine energetische Hausreinigung machen, wie funktioniert das? Dann hört man natürlich ganz oft hier, nimm mal, also gerade weißen Salbei. Ganz oft wird auch von Weihrauch gesprochen. Ich bezeichne mich als Weihrauch-Junkie. Ich habe da drüben in meinem Büro kiloweise Weihrauch. Weihrauch, den man in Deutschland gar nicht kaufen kann. Ich räuchere jeden Tag mit Weihrauch. Für eine Hausreinigung halte ich ihn nicht besonders geeignet. Das hat sich aber irgendwie so eingebürgert. Es gibt einfach Kräuter, die wesentlich stärker sind, wie zum Beispiel den weißen Salbei. Aber ich finde es sowieso am allerwichtigsten, dass man sich nicht auf das Räuchern begrenzt. Das hat auch einen ganz einfachen Grund, wenn man mal den Mechanismus und die Lebendigkeit von Energiefeldern betrachtet. Nehmen wir mal an, ihr seid vielleicht Eltern und Familie, Mann, Frau, Kind, Sohn und Tochter, ganz klischeehaft. Und der Sohn kommt abends nach Hause und war beim Fußball und seine Hose, Jeanshose, ist völlig mit Grasflecken überzogen. Und die Tochter, die hat irgendwie mit ihren Freundinnen im Kinderzimmer gemalt und ihr wisst ja, wie es ist. Ich habe es gestern selbst wieder erlebt. Die Kleidung sind voll mit irgendwelchen Stiften. Der Mann kommt vielleicht abends nach Hause, liest seine Zeitung, trinkt ein Glas Rotwein, schüttet das Glas um. Und bei der Frau, keine Ahnung, was sie führen. Bleiben wir mal beim Klischee, ein Lippenstiftfleck. Jetzt hat mein Kameramann gelacht. Nee, das lässt jetzt weiterlaufen. Also sehr klischee. Ich möchte jetzt wissen, was der Frau passiert. Okay, und die stimmt, das gibt's ja gar nicht. Nein, irgendwie, auch die Frau hat auf ihren Klamotten irgendeinen Fleck hinterlassen. Wir lassen das mal mit dem Lippenstift ein bisschen beiseite. Wenn wir das nun mal betrachten und die Frau ist abends da, die Wäsche von den Kindern wird eingesammelt vom Mann und sie schaut sich die ganze Wäsche an und hat da einen Grasfleck und der Mann hat Rotwein verschüttet und so weiter, dann ist es schon so mit den heutigen Waschmitteln, dass wenn man das in die Waschmaschine tut,
und da einfach mal so einen normalen Waschgang einstellt, dass die Wäsche auf jeden Fall sauberer wird. Aber es ist nicht so, dass es wirklich rein ist später, weil der Grasfleck, genauso wie der Rotweinfleck und genauso wie die Stifte, ganz anders behandelt werden müssen natürlich. Und das ist bei einer energetischen Hausreinigung genau das Gleiche. Wenn man eine energetische Hausreinigung macht, dann ist es nicht so, dass dort irgendwie einfach negative Energien sind. Das gibt es für mich sowieso nicht. Also Energien können dienlich sein oder nicht dienlich sein, die können dicht sein oder etwas feinstofflicher sein, destruktiv, konstruktiv, alles Mögliche. Aber so wirklich negative Energien oder positive, ich finde diese Unterscheidung fatal und auch eher, naja, destruktiv in dem Sinne tatsächlich. Die Energiefelder, die in einem Haus sind, sind alle unterschiedlich. Das muss man sich ganz klar machen. Zum Beispiel gibt es Emotionalfelder, die durch Streitereien geprägt sind. Das ist eine ganz bestimmte Form von Energiefeldern. Wir haben ganz verschiedene Einflüsse. Das eine ist natürlich die Menschen, die in dem Haus drin wohnen, die durch ihre Gedanken, durch ihre Worte, durch ihre Taten nichts anderes tun, als immer wieder Energiefelder zu erschaffen. Wenn ich jetzt hier etwas sage oder denke, dann ist es so, dass eine gewisse, wie kann ich das in der Kürze sagen? Es gibt eine göttliche Ursubstanz hier überall, auch in dem Raum natürlich. Und durch meine Schöpferkraft, durch mein Schöpferdasein, ist es so, dass ich diese Gedanken und Worte, Taten und Gefühle, dass ich die durch meinen Ausdruck gebe ich eine bestimmte Form. Das heißt, für mich ist auch eine Energie, etwas, das durch mich als Mensch erschaffen worden ist. Das heißt, wir haben eine göttliche Ursubstanz, einen Geist, manche nennen das Quanten und so weiter. Und dadurch, dass ich etwas sage, etwas fühle, etwas tue, gebe ich dieser göttlichen Ursubstanz eine Form und erzeuge eine Energie. Wenn ich das jetzt sehr intensiv mache, indem ich zum Beispiel immer wieder mit meiner Frau streite oder immer wieder ganz massive Dinge sage, wenn ich zum Beispiel bestimmte Sehnsüchte habe, bestimmte Wünsche habe, das heißt, ich habe nicht nur einen normalen Gedanken, sondern dieser Gedanke ist auf ein Ziel ausgerichtet und der wiederholt sich. Oder ich habe eine bestimmte, ja, auf dem Grundstück zum Beispiel ist eine bestimmte kriminelle Handlung durchgeführt worden. All diese Taten, all diese Energien sorgen dafür, dass nicht nur einfach nur Energien im Raum da sind, sondern dass sich wirklich Elementale bilden. Also die Energie wird immer dichter, dadurch, dass die Worte, Taten, Gedanken, Gefühle sehr viel intensiver gelebt werden und dadurch bildet sich etwas, was man einfach als ein Energiefeld oder ein Elemental bezeichnen könnte. Und bei einer Hausreinigung geht es darum, diese Elementale, diese Energiefelder zu lösen. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Energiefelder. Die Grundstücksenergie als solches, wenn wir jetzt mal auch ein bisschen beim Klischee bleiben, da ist irgendetwas passiert. Also da war zum Beispiel vorher eine Synagoge oder es wurden vor 500 Jahren sonst irgendetwas auf dem Grundstück gemacht. Wenn dieses Energiefeld noch da vorhanden ist, wirkt sich das auch auf die Hausenergie aus. Des Weiteren haben wir Nachbarn, zum Beispiel mit einem Streit. Ich hatte das Gott sei Dank noch nie in meinem Leben, aber es hört man immer wieder, dass Menschen Problematiken haben mit ihren Nachbarn. Das ist auch etwas, was natürlich einen sehr starken Einfluss auf die Raumenergie hat. Des Weiteren haben wir in jedem Raum, in jedem Haus jede Menge Objekte. Oder wir haben die Energie von den Vorbesitzern, teilweise, die in dem Raum noch drin sind. Aber all das sind verschiedene Energiefelder. Und man kann nicht pauschal sagen, ich gehe jetzt zum Beispiel mit dem weißen Salbei durch den Raum und damit ist alles gelöst. Sondern es sind so wie mit dem Beispiel mit dem Waschen, es sind verschiedene Flecken und auf jeden Flecken muss ich anders reagieren. Bei einer energetischen Hausreinigung geht es im Grunde genommen darum, bei einer Reinigung überhaupt, bei einer Transformation, auch mal sehr vereinfacht ausgedrückt, ich habe eine bestimmte Energie, das ist eine dichte Energie, zum Beispiel eine emotionale Energie, Wut. Und der Ziel bei einer Hausreinigung ist, dass ich durch Hilfsmittel die Energie, ja, man könnte es so sagen, genau, dass man die Energie anhebt. Das heißt, ich versuche, eine höher schwingende Energie zu erzeugen, um die niederschwingende Energie umzuwandeln. Und jetzt kommen wir an den ganz entscheidenden Punkt nach diesem ganzen Minutengespräch. Die Frage ist, wie macht man das? Wie schafft man das, eine Energie zu erzeugen, die die Kraft hat, die vorherige Energie umzuwandeln? Ich gebe immer gerne ein Beispiel. Und zwar nehmen wir mal an, Christus war mit seinen Jüngern unterwegs, hat gerade Gespräche mit ihnen geführt, Unterweisungen gegeben und auf einmal kommt aus einem Dorf eine Frau angerannt. Völlig panisch, auch voller Freude, dass Christus da ist, legt sich ihm zu Füßen und sagt, oh, es ist etwas ganz, ganz Schreckliches passiert. Unser Dorf wurde überfallen.
Es sind ganz schlimme Taten dort vollbracht worden, Häuser wurden teilweise angezündet und so weiter. Ein richtiger Raubzug durch das Dorf und sie bittet Christus einfach um seinen Segen, weil seit das geschehen ist dort im Dorf, seitdem dort diese böse Tat, schlimme Tat geschehen ist, kommen sich die Menschen wie verflucht vor. Und auch in den Räumen, wo diese Taten vollbracht worden sind, traut sich keiner mehr rein, weil da einfach nur Dämonen da sind. Ne? Wird ja oft, Energiefelder werden oft als Dämonen bezeichnet. Und wenn Christus nun dorthin geht, in dieses Dorf, in diese Häuser geht, was würde der machen? Ohne jetzt das Räuchern schlecht zu machen. Ne? Gar keine Frage, das ist ein großartiges Hilfsmittel, ich räuchere jeden Tag. Aber Christus würde nicht in dieses Haus reingehen und das Haus ausräuchern. Das würde der einfach nicht machen. Aus einem ganz einfachen Prinzip, er war das Licht und in dem Moment, wo er diesen Raum betreten hat, seine Energie hat vollkommen ausgereicht, um jegliche niederschwingende Energie umzuwandeln. Und das ist das A und O bei einer energetischen Hausreinigung. Es geht darum, eine Kraft zu erzeugen, die die andere umwandelt. Und dafür, um jetzt mal beim Thema energetische Hausreinigung bei dem Buch zu bleiben, dafür nutze ich 4 Säulen. Das erste ist das Räuchern, wie gesagt. Das zweite ist das Element Feuer. Die Elemente haben eine sehr, sehr starke Kraft. Das dritte ist die violette Flamme und das vierte ist die Lichtsäule. Die beiden letzten sind feinstoffliche Möglichkeiten und Hilfsmittel zur energetischen Hausreinigung. Es gibt einen Haufen Nebenelemente, die man nutzen kann, ob das der Klang ist, so mit einer Rassel oder mit einer Trommel, ob das Energiesprays sind, das nutze ich einfach gerne, ob es Mantren singen ist und so weiter. Also all das, wo man merkt, okay, das hat einen gewissen Einfluss, das erzeugt eine gute Stimmung und so weiter, all dies sind Hilfsmittel für eine erfolgreiche energetische Hausreinigung. Aber jetzt für euch, wenn ihr zu Hause eine Hausreinigung machen möchtet, einfach mal eine kurze Vorstellung von diesen 4 Elementen. Das erste ist das Räuchern. Ich selber habe angefangen, als ich so 20 war mit Hausreinigung und seitdem benutze ich eine bestimmte Mischung, die ist sehr indianisch angehaucht, mit Angelika-Wurzel drin, was im Grunde genommen gar nicht da reinpasst, weil alle anderen Kräuter schamanischen oder indianischen Ursprungs sind. Aber ich habe diese Mischung irgendwann gemacht und habe damit die schönsten auch und die besten Erfahrungen gemacht. Der Hauptbestandteil ist der weiße Salbei. Dann haben wir die Zedernspitzen drin. Dann haben wir den weißen Kopal, den Prontium-Kopal, den Kopal Blanco drin und Sweetgrass auch. Und Angelika-Wurzel. Das ist das, was ich in meiner Mischung verwende. Aber wie gesagt, das Prinzip ist, eine höher schwingende Energie zu erzeugen, um die andere umzuwandeln. Und wie man das macht, ist fast zweitrangig. Welche Kräuter ihr verwendet, ist auch fast zweitrangig, wenn euer Bewusstsein dabei ist. Ich mache teilweise, ist jetzt wahrscheinlich nicht so clever, das zu sagen, weil dann rufen jede Menge Leute wieder an. Aber so rein theoretisch ist es auch möglich, eine Hausreinigung rein energetisch zu machen. Das heißt, ohne Räuchern, ne? Also wenn man die Möglichkeit hat, auf ein Feld zuzugreifen und das Feld umzuwandeln, dann muss das natürlich nicht grobstofflich durch das Räuchern geschehen. Aber es ist ein gutes Hilfsmittel. Schaut einfach, ihr habt bestimmt Rosmarin im Garten, Thymian, ihr könnt euch Kampfer kaufen. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, und Kräuter für eine energetische Hausreinigung. Ich benutze, wie gesagt, meine Räuchermischung und anhand dessen zeige ich euch einmal ganz kurz, wie das mit dem Räuchern ist. Räucherkohle gibt es überall im Handel. Das ist so Schnellzünderkohle. Das ist ein bisschen unromantisch. Es gibt auch Kohle, die sehr viel natürlicher ist, aber die ist meistens unpraktisch. Deswegen benutzen wir diese Räucherkohle. Die wird so meistens in Aluminiumfolie geliefert, gekauft und da ist ganz wichtig, die Kohle auch wieder richtig zu verschließen, dass kein Sauerstoff und auch keine Feuchtigkeit drankommt, also nicht jetzt so, wie ich es gemacht habe. In dieser Kohle, das Holzkohlepulver, ist Kaliumnitrat drin, auch Salpeter genannt. Das sorgt dafür, dass die Kohle gleichmäßig durchzündet. Ihr zündet die Kohle an, am besten am Fenster. Das können wir jetzt nicht machen, aber das macht nichts. Wie ihr seht, zündet dieses Kaliumnitrat, das ist auch der Stoff, der in einer Wunderkerze drin ist, die es bei Silvester gibt, sieht man. Man zündet diese Kohle an. Das Feuer ist nicht wirklich ausreichend, aber es macht nichts.
Man zündet diese Kohle an und gibt der Kohle ein bisschen Zeit, dass die richtig durchfunkt. Und dann legt man sie in ein Gefäß mit Sand. Als Gefäß, da gibt es jede Menge Möglichkeiten. Da gibt es Weihrauchgefäße aus Metall und Steingefäße und Ton und Speckstein und so weiter und so fort. Das, was ich immer am besten finde, ist eine, ich habe jetzt keine, aber ich habe so eine natürlich auch im Schrank, eine Müslischale. Eine Müslischale, die sehr dickwendig ist, das ist ganz, ganz wichtig, weil die Kohle mehrere hundert Grad heiß wird und vielleicht mit einem kleinen Fuß, also sowas wie eine Müslischale. Wichtig finde ich ist einfach, dass man noch ein bisschen darauf achtet, dass die Qualität der Schale gut ist und dass vielleicht kein Blei drin verarbeitet worden ist. Darauf legt man Sand. Ich verkaufe auch Räuchersand, so Meersand, einfach weil es schön ist, dass alle Elemente vereint sind, aber im Grunde genommen reicht ganz normaler Sand, den man aus dem Baumarkt kriegt, das habe ich auch, so ein 25 Kilo Sack Quarzsand, der ist auch sehr, sehr günstig und den gibt man wirklich ja, in die Räucherschale hinein und zwar auch ordentlich. Also das soll ruhig bis oben hin mit Sand gefüllt sein. Das hat zum einen den Sinn, dass die Schale natürlich nicht verdreckt wird und auch, dass einfach die Hitze etwas isoliert wird. Hier sieht man jetzt schon, dass die Kohle anfängt, ja, grau zu werden. Das heißt, es bildet sich eine Ascheschicht. Wir legen das jetzt mal hier oben drauf und warten noch ein bisschen. Ihr wartet dann, bis die Kohle fertig ist. Wenn sich diese weiße Ascheschicht überall gebildet hat, dann ist es im Grunde genommen der richtige Zeitpunkt. Das, was ihr machen könnt, schreibe ich mal nach unten. Das ist das zweite Element. Ich finde, damit kann man immer hervorragend arbeiten. Das ist jetzt nicht meine Hausreinigungskerze, die ist nämlich gerade bei jemand. Ich habe beschäftigt mich auch lange schon mit dem Thema der Energetisierung und ich habe eine Kerze für mich, die sehr, sehr groß ist, dadurch auch lange, lange hält und die ich mit bestimmten Zeichen versehen habe und die ich auch einfach energetisiert habe. Das heißt, man kann die zum Beispiel weihen, indem man die mit Öl einreibt oder man kann die mit verschiedenen Engelenergien, Meisterenergien bitten und dort drin verankern. Im Grunde genommen auch hier, jede Kerze hat natürlich eine bestimmte Grundenergie, hat ein bestimmtes Energiefeld, was es ausstrahlt. Das haben wirklich alle Objekte, hätte ich nie gedacht, aber selbst ein Bild an der Wand hat diese Ausstrahlung. Als Student war es mir auf irgendeinen Grund möglich, Aura zu sehen und da habe ich festgestellt, dass tatsächlich alles eine gewisse Grundenergie und Grundfeld hat. Und man kann, gerade bei natürlichen Materialien, kann man das Energiefeld auch verändern. Und in dem Moment, wenn ihr euch jetzt hinsetzt, mal für 3 Wochen jeden Tag die Kerze tatsächlich mit vielleicht einem ätherischen Öl einreibt oder ein Gebet geht und die Engel bittet, eine bestimmte Energie drin zu verankern, dann passiert das auch. Und die Kerze ist eigentlich eine männliche Energie, aber das Feuer als Element hat die Fähigkeit, mentale, also auch sehr männliche Energiefeldern in weibliche, also sehr, wie soll ich das sagen, in, also gerade wenn Taten, das ist eine sehr männliche Energie, in Energiefelder vorherrschen oder auch sehr mentale Energiefelder durch Gedankenstrukturen und so weiter, Überzeugung, dann ist das Feuer ein super Element, weil es eine gewisse Weiblichkeit hineinbringt und eine gewisse Neutralität. Und drittens und viertens die feinstofflichen Elemente einer energetischen Hausreinigung. Was ihr machen könnt bei einer Hausreinigung ist, jetzt haben wir auch die Kohle. Übrigens, so eine Zange ist unbedingt notwendig, habe ich auch nicht gesagt. Aber so ist es nun mal bei einer Aufnahme. So eine Zange zu benutzen ist natürlich immer von Vorteil, die Kohle ist richtig heiß. Aber jetzt zeige ich mal kurz, jetzt sind wir fast schon durchgeglüht. Wenn ihr eine Hausreinigung machen wollt, dann nehmt auf jeden Fall erstmal, bereitet mal die Kohle vor, wenn ihr möchtet. Und ich mache das jetzt verfrüht, eigentlich müssen wir noch warten. Und geht erstmal von unten nach oben, fangt im untersten Raum an, zum Beispiel im Keller, außer ihr habt das Gefühl, da ist alles in Ordnung. Dann legt ihr ein bisschen von der Mischung drauf. Ich mache oft noch auf die Kohle Sand, einfach als Respekt von den Kräutern, weil ich manchmal auch mit Harzen arbeite und dann finde ich es das doof, wenn man den direkt auf die Kohle drauflegt.
Ihr legt also die Rohstoffe oder die Räuchermischung auf die Kohle drauf und wie ihr seht, fängt das natürlich sofort an zu glimmen und damit geht ihr durch, könnt ihr das schon mal abstellen in dem Raum dort, wo ihr seid und das ein bisschen räuchern lassen. Dann könntet ihr die Kerze nehmen, könntet in den Raum hineingehen. Das stellen wir jetzt mal beiseite und einfach mit der Kerze im Gebet durch den Raum gehen und darum bitten, dass die Kerze eben all jene Energien verbrennt, als Beispiel, die euch nicht dienlich sind. Dann räuchert ihr den Raum aus und achtet ein Stück weit auch auf den Rauch, wie er reagiert, ob er die Farbe verändert und so weiter und so fort. Und tatsächlich mal einfach so lange räuchern, bis die Bude voll mit Rauch ist. Natürlich ganz wichtig, die Rauchmelder abmachen bzw. deaktivieren, weil sonst würden die relativ schnell und zügig angehen und Lärm machen und das wollen wir nicht. Räuchert den Raum aus, wenn ihr das Gefühl habt, irgendwo in einer bestimmten Ecke oder einer bestimmten Stelle ist irgendwie ein Energiefeld, es fühlt sich irgendwie komisch an, bleibt im Energiefeld stehen, spürt mal rein, fragt das Energiefeld, was es braucht, damit es sich wandeln kann und arbeitet mit dem Rauch und auch mit der Kerze. Und das könnt ihr im Grunde genommen in jedem Raum machen, dass ihr mit der Kerze arbeitet und die vielleicht vorher weiht. Ich habe ein Buch geschrieben, da steht es drin, das heißt, entdecke deine Schöpferkraft. Wer eine Anleitung möchte, aber ansonsten kann man das auch wirklich sehr intuitiv machen. Räuchert die Räume auch aus, achtet wie gesagt auf den Rauch und geht in Kommunikation mit dem Rauch. Der Rauch ist ein bisschen wie ein Orakel auch. Und wenn ihr dann wirklich alle Räume ausgeräuchert habt, dann finde ich es gut, wenn man sich hinsetzt, ein gewissen bisschen meditiert, vielleicht auch das Bewusstsein in die Räume ausdehnt und mit der violetten Flamme arbeitet. Die violette Flamme kennt ihr bestimmt, die ist Erzengel Zadkiel und Saint-Germain zugeordnet. Und ohne jetzt zu viel darüber zu sagen, weil ich befürchte, das Video ist schon lang genug, ist es eine sehr, sehr gute Möglichkeit, die Energiefelder im Raum zu wandeln. Sie reicht nicht immer aus, aber sie ist eine gute Unterstützung. Und was auch eine gute Unterstützung ist, ist natürlich die Lichtsäule, die wird Erzengel Michael zugeordnet. Die Lichtsäule verankert die Quelle allen Seins mit der Erde und da kann man zum Beispiel auch durch die Drehbewegung bestimmte Energien abziehen und auch bestimmte Energien verankern, die man im Raum haben möchte. Also Räuchern, ein Hilfsmittel, die erste Säule. Wenn die jetzt, wie hier, die nur noch Asche drauf ist. Manche sagen, das macht man so nicht, aber ich mache das immer, ich bin faul. Einfach umdrehen oder einen anderen Teller kippen und wieder, können wir mal den Salbei nehmen, Mischung draufgeben und ordentlich die Bude ausräuchern, den Raum, das Haus. Und in jedem Raum auch mit der Kerze arbeiten, mit dem Element Feuer arbeiten, mit verschiedenen anderen Hilfsmitteln, ob das Energiesymbole sind, Energie überhaupt oder Energiesprays oder Mantren oder Klatschen oder Klangschale oder Trommel, macht all das, wo ihr das Gefühl habt, dass es gut ist und dass es hilft. Arbeitet abschließend auch mit der violetten Flamme und auch mit der Lichtsäule und das sind dann auf jeden Fall Elemente, damit es mit der Hausreinigung klappt. Und das war's auch schon. Viel länger soll es nicht werden. Wer mehr Interesse an der energetischen Hausreinigung hat und vielleicht auch an den Produkten, einfach auf www.jeomra.de oder Georg Huber mal googeln. Und ja, sehr viel mehr Informationen steht natürlich auch in dem Buch drin, Energetische Hausreinigung, erschienen 2009. Und auch das in dem neuen Buch, wann das rauskommt, weiß ich noch nicht. Vermutlich dieses Jahr oder vielleicht auch Anfang nächsten Jahres. Aber das schon mal als kurzer Einblick, der hoffentlich ausreicht von der Information, dass ihr zu Hause es einfach mal probiert, eine energetische Hausreinigung zu machen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und euer Vertrauen. Danke.